Hallo und da sind wir wieder, Ihre Jugendlichen für mehr Vielfalt und Toleranz. Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von WeTV. Wir von WeTV haben es uns zur Aufgabe gemacht, Themen in die Medien zu bringen, von denen wir glauben, dass sie zu wenig betrachtet werden. Mit unseren Beiträgen beziehen wir Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland. WeTV ist ein Projekt, das vielen Jugendlichen die Chance bietet, Erfahrungen in der Medienproduktion zu erwerben und sich dabei gesellschaftlich zu engagieren. Neu hinzugekommen sind Moema und Ani, von denen Sie heute durch die Sendung geführt werden. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Es ist nicht zu leugnen, dass es in Deutschland Diskriminierung gibt. Aber Diskriminierung in Deutschland gegen Deutsche? Das klingt merkwürdig. Jedoch ist es Realität. Afrodeutsche, in Deutschland geboren, mit deutschem Personalausweis, erfahren dies tagtäglich am eigenen Leibe. Wieso werden sie immer noch als fremd und anders wahrgenommen? Diese und weitere grundlegende Fragen zur eigenen Identität als Deutsche afrikanischer Herkunft stellten sich Mitte der 80er Jahre drei und viel mehr Frauen. Doch drei Frauen verfassten über ihre eigenen Erfahrungen auch ein Buch. In Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, definierten sie ihre Gruppe erstmals als afrodeutsch, weil dieser Begriff Afrika und Deutschland in ihm vereint. Wir haben heute hier drei Gäste mit uns, die ich hiermit sehr herzlich begrüßen möchte, mit denen wir über das Thema Afrodeutschland sprechen wollen und mehr rauskriegen wollen. Als erstes begrüße ich Frau Ogintoye. Sie ist die Mitverfasserin des Buches Farbe bekennen und die Leiterin des Joliba e.V. Sie haben das Buch vor 25 Jahren verfasst und es ist heute noch extrem aktuell. Wir beide haben es gelesen und es hat uns sehr geholfen, Zusammenhänge zu erkennen zwischen Afrodeutschen und der deutschen Geschichte. So. Wir sind die dritte Generation, die sich bewusst mit dem Thema befasst und auseinandersetzt. Wie war es für Sie, eine Vorreiterin zu sein und in der ersten Generation mitzuspielen in den 80er Jahren? Ja, also Farbe bekennen war tatsächlich ein Meilenstein, war ein Anfang der afrodeutschen Bewegung. Das ging auf eine Initiative von der Audre Lorde zurück. Das ist eine berühmte afroamerikanische Schriftstellerin aus der Frauenbewegung, die gesagt hat, ich möchte diese Menschen, diese schwarzen Menschen in Deutschland kennenlernen. Und dann hat sie über verschiedene Wege, also mich kennengelernt und die Mai Eim, damals noch Mai Opitz, und hat dann mit ihrem Verlag zusammen, mit der Dagmar Schulz, uns aufgefordert, uns einander und der Welt vorzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Schock das war. Wir sollten für eine ganze Gruppe von Menschen sprechen. Wir haben sehr darüber nachgedacht und haben dann gesagt, wir übernehmen die Verantwortung, jede für sich alleine, dass wir sagen, wir versuchen, unsere Meinung zu sagen, auszudrücken, worum es bei uns geht, weil wenn wir jetzt diese Chance nicht nutzen, dann können wir nie wieder meckern, dass die in der Politik alles falsch machen. Ja. Und ja, so kam das, dass wir uns dann die nächsten zwei Jahre damit beschäftigt haben, andere Menschen zu finden, die afrikanisch-deutsch sind. Also Mai ist ghanaisch-deutsch, ich bin nigerianisch-deutsch. Und damals war es so, dass es eigentlich die meisten gedacht haben, naja, das sind die Kinder der sogenannten Besatzungskinder. Ja, das heißt, aus afroamerikanischen Verbindungen mit deutschen Frauen. Was wir festgestellt haben, es waren vielleicht die Hälfte afroamerikanischer Herkunft und die andere Hälfte war afrikanischer Herkunft, die eben im Grunde ausgeblendet wurden. Ja? Also dass Leute aus Afrika oder aus der Karibik hier auch gelebt haben. Man hat immer nur an die Afroamerikaner gedacht. Ja, und das haben wir halt rausgefunden und mit der Audre Lorde zusammen auch diesen Begriff Afrodeutsch entworfen. Das bringt es eigentlich auf den Punkt, dass in dem Moment, wo du Afrodeutsch sagst, sagst du ja noch nicht, ob du karibische Wurzeln hast oder in Afrika, sondern du sagst einfach, du hast etwas mit dem afrikanischen Kontinent zu tun, hast eben auch eine schwarze Hautfarbe, bist aber hier aufgewachsen, sozusagen gelernte Deutsche. Hast meistens familiäre Wurzeln oder auch wenn keine familiäre Wurzeln sind, dann doch deine ganze Sozialisation, deine Schulzeit so weiter hier verbracht. Dann 1986 hat sich dann die ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, gegründet
Und das war über die ersten Treffen in der Privatwohnung bei dem NIADI. Da waren wir 30 Leute. Das war einfach toll. Einfach toll, dass die meisten Leute zum ersten Mal in einem Raum mit mehr als einem anderen schwarzen Menschen waren. In den folgenden 2 Jahren haben wir eben uns damit auseinandergesetzt. Was bedeutet das, afrodeutsch zu sein? Gibt es sowas wie eine afrodeutsche Kultur? Ich denke, da gibt es immer heute noch keine Antwort drauf. Aber ich denke schon, dass es eine Ähnlichkeit in unseren Lebenssituationen gibt. Jeder, der afrodeutsch ist, hat solche Erfahrungen gemacht. Der kann sich kann das da vorlesen. Und ja, das ist mir auch in der Form oder ähnlich passiert mal. Können Sie vielleicht als Historikerin noch 3 Aspekte benennen, die für die Stigmatisierung von Afrikanern grundlegend waren? In dem Buch Farbe bekennen haben 2 ältere Schwestern, die damals 60 und 65 waren, über ihre Geschichte erzählt. Und das war sehr wichtig für uns alle, weil es uns plötzlich eine Geschichte gegeben hat. Die sind im Kaiserreich geboren, in der Weimarer Republik in die Schule gegangen und in der Nazizeit mussten sie dann die Schule verlassen, durften keinen Beruf lernen und haben Verfolgung erlebt. Diese Menschen, die in der Nazizeit und davor, aber auch schon über Jahrhunderte hier in Deutschland gelebt haben, sind immer ausgeblendet worden. Wir erfahren nichts in der Schule, wir erfahren nichts in Büchern darüber. Es gibt im Internet mittlerweile tatsächlich, in den letzten 25 Jahren hat sich viel geändert, insofern, dass es die Information gibt. Aber ich muss natürlich wissen, wonach ich suche. Aber ich habe letztens was für Schüler aufbereitet und habe Namen abgefragt und da kann man schon sehr viel jetzt finden. Zum Beispiel über den Wilhelm Amo, der also im 18. Jahrhundert in Weimar und in Jena Halle studiert und dann auch unterrichtet hat. Und dann gibt es die Emily Routet zum Beispiel, die in Sansibar als Prinzessin geboren ist und dann sich verliebt hat und nach Hamburg mit ihrem Ehemann gezogen ist und ihr ganzes Leben hier verbracht hat. Und da gibt es noch ganz viele tolle Geschichten. Das finde ich eigentlich das Schöne, dass man diese afrodeutsche Geschichte sich über sehr schöne und interessante Geschichten auch aneignen kann. Das fehlt und ich denke, das hat auch ein bisschen, hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir immer noch sehr viel mit Stereotypen zu kämpfen haben, anstatt mit Realitäten, mit Wirklichkeiten. In Ihrem Verein Joliba haben Sie dieses Jahr schon zum 7. Mal den Black Bazaar veranstaltet im Rahmen vom Black History Month, der die schwarze Geschichte thematisiert. Und warum findet der gerade im Februar statt und was ist das für eine Veranstaltung? Das kam in Amerika im 19. Jahrhundert, hat das jemand erfunden und hat gesagt, es wird mal Zeit, dass mal eine Woche zu schwarzer Geschichte uns informieren und zu der Lebenssituation von schwarzen Menschen. Also dadurch, dass über die Sklaverei sehr viel ausgeblendet worden war. Als die Sklaverei dann endete, hat man sich eben bemüht, immer mehr Wissen zu verbreiten. Also es ist eine Tradition aus den USA, da wird es sozusagen im ganzen Land, auch in Kanada, im Februar finden überall den ganzen Monat Veranstaltungen statt. Mittlerweile heißt es immer, wir wollen mehr als einen Monat, wir wollen 12 Monate schwarze Geschichte erfahren. Ich denke, das ist auch ein richtiger Ansatz. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch mal so einen Fokus zu haben. Wir haben hier in Deutschland keinen Feiertag, keinen Gedenktag an die schwarzen Opfer, ja, also wir sind Opfer gewesen von Sklaverei. Das heißt, über Jahrhunderte wurden Menschen entführt aus Afrika und woanders hin verschleppt. Es gibt den Holocaust auch für uns, ja, dass viele Schwarze ermordet worden sind in der Nazizeit. Es gibt natürlich die Kolonialzeit, in der viele Menschen sehr gelitten haben unter den Kolonialmächten, zu denen eben auch Deutschland gehört. Und deswegen ist für uns der Black History Month nochmal ganz wichtig. Wir haben in unserem kleinen Black Bazaar eben alles an einem Tag vereinigt. Jetzt bildende Kunst, Musik, Film, Performance. Und ansonsten gibt es also zurzeit wunderbarerweise wieder sehr viele Veranstaltungen zum Black History Month. In Hamburg haben sie auch im Februar, aber in England zum Beispiel und ich glaube auch in Schweden feiern sie das im Oktober. Dankeschön für das Gespräch. Bei dem diesjährigen Black Bazaar ist der Spoken Word Künstler Philipp Cabo Köpsel aufgetreten und ihn haben wir auch interviewen können danach und diesen Beitrag zeigen wir euch jetzt. Ich habe selbst ein Buch geschrieben namens Die Akte James Knopf. Ich glaube, gerade zu meiner Kindheit, da war Jim Knopf so eine
so eine kindliche Identifikationsfigur. Das war die schwarze Person, die ich kannte, aus den Medien natürlich. Es ist eine Verarbeitung von Rassismus, aber auch gleichzeitig eine Verhandlung. Eine Verhandlung meiner eigenen Identität in Deutschland als afrodeutsche Person. Und das ist eine konstante Verhandlung. Das mag sein, dass ich plötzlich, dass afrodeutsche Menschen plötzlich beschrieben werden als Menschen mit Migrationshintergrund, plötzlich wieder Migranten, plötzlich viel näher am Ausländersein sind, als sie es vielleicht vor 10 Jahren waren in den Medien. Und es ist eine konstante Verhandlung, wo wir selbst Positionen beziehen müssen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Und es ist auch enorm wichtig zu verstehen, dass Rassismus mit Privilegien verbunden ist. Weiße Menschen in dieser Gesellschaft haben tatsächlich Privilegien. Das hört sich seltsam an, aber wenn du darüber nachdenkst, ist es tatsächlich so, dass du als weiße Person dich nicht hinterfragen musst, nicht hinterfragen lassen musst von anderen Menschen, was du in diesem Land zu suchen hast oder warum du genau diesen Namen hast und keinen anderen. Rassismus wird in Amerika und in anderen Ländern, in Großbritannien, in Südafrika, sehr viel mehr thematisiert, als es in Deutschland wird. Da ist es ein Thema in den Medien, da wird in der Wissenschaft darüber gesprochen, da wird in der Politik darüber gesprochen. Black History Month. Auf den Theaterbühnen der Kulturzentren, auf Podesten und Panels in interkulturellen, transkulturellen, omnikulturellen, Hydrokultur, Postkultur, Nanokultur, Mikrokultur, multikulturellen Kultur- und Sitzkreisen sitzen, kreisen, kreischen, quatschen, klatschen, debattieren wir die Debakel der letzten 11 Monate. White History Month. Normalerweise ist es so, dass all das, was nicht explizit beschrieben wird, von weißen Menschen gemacht wird und auch so gedacht wird. Das heißt, wenn ich sage, ich habe schwarze Literatur und ich stelle das mit Literatur gegenüber, dann reden wir von weißer Literatur in Wirklichkeit. Und wenn wir einen Monat Black History Month haben, der explizit über die Geschichte schwarzer Menschen geht, dann müssen wir auch sehen, dass die anderen 11 Monate diese Geschichte oft ausgespart wird. Dass es in dieser Zeit oft Nischenliteratur ist, Nischengeschichte, Nischen, was weiß ich. Und ich finde es sehr wichtig, dass ein Black History Month existiert. Ich finde es aber auch enorm wichtig, dass auch in diesen anderen 11 Monaten White History Month darüber gesprochen wird. Rassismus ist Vorurteil plus Macht. Die Macht, dieses Vorurteil durchzudrücken in dieser Gesellschaft. Und die Leute glauben zu lassen, dass es genauso wäre. Rassismus ist die Hierarchisierung von sogenannten Rassen von Menschen, was keinen biologischen Hintergrund hat. Rasse ist eine soziale Konstruktion. Rassen existieren nicht, Rassismus schon. Herr Cimolö, zu Gast bei VTV. Hallo. Hallo. Sie sind Redakteur von verschiedenen afrikanischen Magazinen hier in Deutschland und unter anderem auch von dem afrikanischen Magazin Lonam. Wo haben Sie die Wichtigkeit gesehen, ein solches Magazin zu veröffentlichen? Lunam, das bedeutet Sonnenaufgang. Und man weiß, dass bei jedem Sonnenaufgang ist es neue Hoffnung. Und das ist, was ich die afrikanische Community geben wollen und möchte, dass es mit der Zeitung eine neue Hoffnung ist, ein neuer Anfang ist, weil wir uns als Aufgabe gemacht haben, mehr über die afrikanische Community in Deutschland zu schreiben. Es gab schon einige Magazine, aber alle haben über Afrika oder versucht, ihren Ansatz, eine wahre Geschichte oder das wahre Bild Afrika wiederzugeben. Viele haben dann vergessen, dass die Afrikaner, die hier leben,
sind mit vielen Problemen konfrontiert. Und das ist, was ich hier sagen möchte, dass es gibt diese Probleme, aber es gibt auch Menschen, die geschafft haben, die irgendwelche Geschichte oder irgendwelche Ziele erreicht haben. Und das ist der Ansatz unserer Magazin. LUNAM betrachtet Themen, die in Afrika stattfinden, aber wie Sie selbst gesagt haben, auch die gesellschaftliche Situation von Afrikanern und auch von Afrodeutschen in Deutschland. Und uns ist aufgefallen, dass Afrikaner und Afrodeutsche gerne in Deutschland in einen Pott geworfen werden, wenn es darum geht, ihre Probleme zu betrachten, weil sie auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen. Aber da sind ja Unterschiede. Und ich wollte Sie fragen, was können Sie zu diesen Unterschieden sagen? Man muss zuerst sagen, dass Afrodeutsche, wie der Name es sagt, sind nicht wirklich Afrikaner. Sie haben ihre Wurzeln aus Afrika, aber sie sind hier aufgewachsen oder haben einen Elternteil, der Deutsche ist oder und der andere aus Afrika kommt. Also Rassismus, würde ich sagen, der Afrodeutsche ist mehrmals konfrontiert in verschiedenen Ebenen. Zuerst war durch die reine Mehrheit Gesellschaft, sie sind auch auf andere Seite der Gesellschaft gestellt. Aber auch für die kleine Minderheit, die Afrikaner, werfen auch die Afrodeutsche plus minus in eine andere Seite der Gesellschaft. Das heißt, sie haben meiner Meinung nach mit zwei Seiten zu kämpfen. Und das zwischen den Stühlen. Sie sind genau zwischen beiden Stühlen. Und das macht ihre Lage sehr, sehr empfindlich. Und ich muss sagen, ich muss immer aufpassen, wenn ich mit einem Afrodeutschen in Gespräch komme, weil ich merke, sie sind meiner Meinung nach empfindlicher als die Afrikaner selbst. Weil irgendwie haben sie durch dieses Problem, dass sie nirgendwo richtig gehört, sie sind sehr stark belastet. Vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Ja, wir haben jetzt gelernt, dass man niemals in einer Gesellschaft von einer homogenen Gesellschaft sprechen kann. Nicht hier in Deutschland, noch sonst irgendwo auf der Welt. Es gibt immer eine gewisse Vielfalt. Und genau das unterrichtet Patricia Rzewski. Und wir haben sie getroffen und viele neue Einsichten bekommen in das Thema. Das gucken wir uns jetzt an. Mein Bewusstseinsprozess praktisch, wie ich bewusst geworden bin der Strukturen des Rassismus oder auch meiner Situation in Deutschland oder auf der Welt generell als schwarze Frau, hat schon im Grunde auch in der Kindheit angefangen, indem ich einfach viel gespürt habe, dass es Dinge gibt, die ungerecht sind, die mich verletzen, die so nicht sein dürfen. Aber um das wirklich zu benennen und wirklich auch zu wissen, was vor sich geht, hat es einige Jahre gebraucht und begonnen hat es da an der Humboldt-Universität, als ich Gender Studies studiert habe und mehrere afrodeutsche Leute kennengelernt habe, Studentinnen, und wir zusammen eine Gruppe gegründet haben, die afrodeutsche Studentinnengruppe. Und da über Texte gesprochen haben, uns gegenseitig berichtet haben, was wir an Texten kennen und uns ausgetauscht haben über unsere persönlichen Situationen, aber vor allem auch eben über das Wissen, was wir erlangt haben über die Texte und über die Strukturen, die wir studiert haben. Zu dem gleichen Zeitpunkt haben wir auch Seminare besucht, wo wir genau diese Themen besprochen haben. Wo es für mich das erste Mal war, dass ich überhaupt also das Thema, was mich persönlich betrifft, eben Afrodeutsch sein oder eben eine schwarze Frau in Deutschland zu sein, besprechen konnte und auch wissenschaftlich bearbeiten konnte. Also es ist sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass Rassismus eine Herstellung ist von Ungleichheiten, von bestimmten Strukturen, von Machtstrukturen, die Menschen diskriminieren und in Situationen bringen, die einfach sehr, sehr schmerzhaft sind und auch gefährlich sind oft. Und es ist wichtig auch zu sehen, dass es geschichtlich verortet ist. Also das heißt, dass es ein Teil auch der deutschen Geschichte ist,
Rassismus herzustellen, immer wieder auf verschiedene Art und Weise. Also praktisch jetzt für euch Jugendliche wäre es immer wichtig zu schauen, okay, wie ist Deutschland da verwickelt mit Rassismus? Wie lange existiert Ungerechtigkeit in Deutschland möglicherweise? Oder wie wurden schwarze Menschen behandelt? Was wurde mit ihnen gemacht? Wo haben sie Anklang gefunden? Wo wurden sie aufgenommen oder wo wurden sie eben nicht aufgenommen? Wo wurden sie gesehen und wahrgenommen? Und vor allem auch zu schauen, wie wurden schwarze Menschen jetzt als Beispiel wahrgenommen in der deutschen Gesellschaft? Für die Jugendlichen selber ist auch sehr wichtig, sich darüber klar zu werden, was Weiß dann eigentlich bedeutet, also was diejenigen Menschen bewegt oder was sie auch veranlasst, rassistisch zu sein oder Rassismus auszuüben. Und wie Rassismus auch funktioniert, psychologisch. Und dass es eben auch bestimmte wissenschaftliche Erarbeitungen zu weißen Menschen gibt. Nämlich dort, wo Rassismus auch produziert wird, wo es hergestellt wird. Wichtig ist auch einfach darüber zu sprechen, dass es Situationen gibt, in denen schwarze Menschen getötet werden, in denen schwarze Menschen beschimpft werden, in denen ihnen der Zugang verweigert wird zu bestimmten gesellschaftlichen Orten, zu gesellschaftlichen Gütern und das aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft. Das öffentlich zu machen, das zum Beispiel in Zeitungen zu bringen, das auch im familiären Freundeskreis zu besprechen und sich selber auch dessen bewusst zu werden, dass es ein strukturelles Phänomen ist. Also das bedeutet, dass es etwas ist, was nicht an der Person selber liegt, was nicht einer einzelnen Person passiert, weil mit dieser Person etwas nicht stimmt, sondern dass es praktisch grundsätzlich jedem Menschen aufgrund eben der Herkunft und der Hautfarbe passieren kann. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Studiogast, den grünen Abgeordneten im Bundestag, Herrn Hans-Christian Ströbele. Guten Tag, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. In Kreuzberg wurde ja jüngst das Gröbenufer ins Mayajim-Ufer umbenannt. Das heißt, eine Straße, die zuvor an einen preußischen General, der Sklavenhandel betrieben hat, erinnerte, ist nun ein Denkmal für eine führende afrodeutsche Menschenrechtlerin. Warum setzen Sie sich dafür ein? Mitten in dem Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain gab es eine solche Straße und wahrscheinlich, wenn man die Leute gefragt hätte, warum heißt die Straße Gröbenufer, hätte keiner was damit anfangen können. Wir haben uns damit beschäftigt, mit dieser Person, was der gemacht hat, warum der eigentlich geehrt wird in Berlin durch die Benennung einer Straße nach seinem Namen und sind auf fürchterliche Sachen gestoßen. Dass er in der deutschen Kolonialgeschichte, dazu muss man sagen, wir haben überhaupt erstmal entdeckt, dass es eine deutsche Kolonialgeschichte in Afrika gibt. Die haben schon um die Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts, also Anfang 1900, haben sie dort Kriege etwa geführt gegen die dort lebende Bevölkerung und haben Tausende, Zehntausende von Menschen umgebracht, auf grausamste Weise am Konzentrationslager eingerichtet, nur weil die sich nicht gefallen lassen wollten, dass man ihnen ihr Land weggenommen hat. Und dass man gesagt hat, das verteilen wir jetzt an Deutsche und ihr dürft da vielleicht arbeiten zu Sklavenlöhnen. Das wollten die sich nicht gefallen lassen, sind dagegen aufgestanden und dann sind die deutsche Soldaten vom Kaiser geschickt, mit Feuerwaffen und Kanonen dort erschienen und haben die fürchterlich zusammengeschossen. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, welche deutschen Generale, Militärs, Kolonialherren sind eigentlich in Deutschland heute noch geehrt, indem man Straßen nach ihnen genannt hat. Und da war das eines der Beispiele. Und da haben wir gesagt, wir bei uns in Kreuzberg-Friedrichshain wollen das nicht, sondern wir benennen das um eine verdienstvolle Deutsch-Afrikanerin zu ehren und haben die Straße nach ihr genannt. Aber wir haben noch mehr gemacht. Wir haben festgestellt, dass Deutschland Ende der 1800, das ist jetzt gute 120 Jahre, glaube ich, hier in einer großen Berliner Konferenz, darüber lernt man sogar in deutschen Schulen was, da hat der große Bismarck
die Herrscher Europas zusammengerufen und hat gesagt, da gibt es so viel Streit in Afrika zwischen den Kolonialherren, wer kriegt da was? Wir regeln das jetzt mal alles. Ihr kommt zur Berliner Konferenz nach Berlin, hier an der Wilhelmstraße, und da treffen wir uns alle. Und jetzt teilen wir Kolonialherren, Afrika, den riesigen Kontinent Afrika unter uns auf. Und dann saßen die da über einer großen Landkarte und haben mit Lineal und Zirkel gesagt, da machen wir eine Grenze und da machen wir eine Grenze, das kriegen die Belgier, da machen wir eine Grenze, das kriegen die Franzosen und so weiter. Heute sind viele Konflikte in Afrika, selbst Kriege, noch darauf zurückzuführen, dass man damals ganz willkürlich die Grenzen gezogen hat. Ohne Rücksicht, die kannten sich ja gar nicht aus, die das gemacht haben, ohne Rücksicht auf die Landschaft, ohne Rücksicht auf die Menschen. Da waren natürlich Konflikte und Streit vorprogrammiert, die heute noch Auswirkungen haben bei den Auseinandersetzungen, sogar bei Kriegen in Afrika. Und dann haben wir gesagt, daran wollen wir erinnern. Genau, und Sie haben ja eine Gedenktafel errichten lassen, auch in der Wilhelmstraße, wenn ich mich nicht irre. Welche Perspektiven gibt es, dass die Forderung nach einem Denkmal zur Erinnerung an die Opfer von Sklaverei, Sklavenhandel und Kolonialisierung einmal Erfolg haben wird? Wir müssen Bewusstsein schaffen. Das ist die große Aufgabe. Dazu haben wir diese Tafel dort errichtet, wo damals der Saal war, des Auswärtigen Amtes, wo Afrika aufgeteilt worden ist. Das ist inzwischen schon ein wichtiger Ort geworden, weil jedes Jahr von diesem Ort aus eine Demonstration stattfindet, wo man auf diesen Teil der deutschen Geschichte, einen traurigen Teil der deutschen Geschichte hinweisen will. Und wir fordern ein Denkmal und wir fordern auch Gerechtigkeit und auch Ersatz dessen, was man den Afrikanern, was deutsche Afrikanern genommen haben, dafür heute Ersatz zu leisten und sich besonders um die Völker zu kümmern, die damals gelitten haben. Wir werden jetzt auch noch ein paar Bilder von dieser Demonstration zeigen, die wir aufgenommen haben. Wir sind heute hier, um an die afrikanischen Opfer von Kolonialismus, von Sklavenhandel, von Sklaverei, von rassistischer Gewalt zu gedenken. Ihr wart überall bei uns, in Südafrika, in Namibien, in Tansanien, in Kenia, in Togo, in Kamerun und in allen anderen Ländern. Die Folgen sind in unseren Ländern immer noch spürbar. Im deutschen Bildungssystem ist der große Beitrag Afrikas zur Geschichte der Menschheit, zur Technologie, zu den Wissenschaften nicht eingebracht worden. Und deswegen sagen wir heute, heute ist der Tag, 21 Jahre nach der Kongo-Konferenz, als Bestätigung der Aufteilung Afrikas. 10 Jahre nach der Weltkonferenz gegen Rassismus. Es ist an der Zeit. Wir wollen es heute noch, dieses Jahr noch, ein Denkmal zum Gedenken an die Opfer von Sklaverei, von Sklavenhandel, von Rassismus, an die afrikanischen Opfer. Alle anderen Opfer haben Denkmäler. Warum werden nicht alle Opfer, alle Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer miteinander gewürdigt? Wir sagen es heute, wir sagen es jetzt, es ist an der Zeit. Würde für alle Afrikanerinnen und Afrikaner heute. Vielen Dank an unsere Studiogäste, unsere Interviewpartner und alle die unsere Sendung unterstützen. Wir verabschieden uns jetzt von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe von WeTV, Jugendliche für Toleranz, bei Alex, dem offenen Kanal Berlin.